Let's Dance, Anna Ermakova siegt mit neuem Rekord in der Weihnachtsshow. In der Let's Dance Weihnachtsshow bewies Anna Ermakova abermals ihr Ausnahmetalent. 2023 schrieb Anna Ermakova Let's Dance Geschichte. Tatsächlich erreichte der amtierende Dancing-Star an der Seite von Profitänzer Valentin Lucin in der 16. Staffel 11 mal die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Allein im Finale fiel die Höchstwertung dreimal. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an Ermakova, deren Freude, wieder auf dem Let's Dance-Parkett zu stehen, nicht zu übersehen war. "Ich habe es so vermisst, ich bin so glücklich über die Reunion", kommentierte sie das Wiedersehen mit Lucin. "Sie habe eine tolle Zeit in der RTL-Tanzshow erlebt, und wirklich alle vermisst, das Ensemble ebenso wie die Backstage-Crew und das Live-Publikum." Let's Dance, Anna Ermakova verbessert den eigenen Rekordpunkt. Die Wiedersehensfreude beruhte auf Gegenseitigkeit. "Es ist ein Weihnachtsgeschenk, dich tanzen zu sehen. Elegant und super, super schön", urteilte Mozi Mabuse. Ein Lob, dem sich Jorge González gern anschloss. "Du hast mit einer Sinnlichkeit getanzt, mit einer Wärme und einer Eleganz. Du hast es so genossen, du warst auf einem ganz anderen Planet", freute er sich. Die Adelung gab es dann von Chefjuror Joachim Lambi: "Es ist so viel Qualität in deinem Tanzen, so viel, das zusammenpasst. Mehr kann man in der Rumba nicht verlangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für 10 Punkte müssten sie uns alle ausbuhen, denn es müssten 30 sein von jedem von uns, also 90. Am Ende gab es natürlich nur 30 Punkte, womit Ermakova das Dutzend bereits vor ihrem zweiten Auftritt vollmachte. Mit weiteren 30 Punkten für den zweiten Tanz brachte es Ermakova letztendlich auf 13 Höchstwertungen und sicherte sich den Titel in der Weihnachtsshow. Letztens, Anna Ermakova hat Alexander Klavs überholt. Längst hat Ermakova in den Augen Joachim Lambis sogar Alexander Klavs, der die Show 2014 mit Isabel Edwardson gewann, überholt. Wenige Wochen vor Ermakovas Sieg hatte Lambi in der Best-of-Show an Karfreitag Klavs noch zum besten Kandidaten aller Zeiten gekürt. "Du weißt, ich war immer ein sehr großer Befürworter deiner Kunst", so der Chefjuror zu Klavs. "Du hast uns vom ersten Moment an verzaubert, du hast uns mit deinen Leistungen gezeigt, wie man tanzen muss. Es war immer authentisch, immer rhythmisch, immer technisch gut. Du bist in meinen Augen bis zur letzten Staffel der beste Let's Dance-Kandidat." Als er Mitte Juni in der MDR-Talkshow Riverboat auftrat, hatte Ermakova Klavs in seinen Augen überholt. Anna Ermakova war Sonntag gut, wir dürfen ja nur 10 Punkte geben. Wenn man den anderen 6, 7 Punkte gibt, dann muss man ihr 30, 40 Punkte geben. Sie war technisch, qualitativ, musikalisch, vom Ausdruck her war sie so weit vorne, erklärte er gegenüber Moderatorin Kim Fischer. Und weiter: "Ich habe gesagt, Alexander Klavs war der beste Kandidat bisher. Natürlich muss man andere Kandidaten, die wir hatten, wie Ella Endlich oder Vanessa Mai noch einrechnen. Von den Männern war Alexander ganz weit oben. Ich würde jetzt sagen, Anna Ermakova ist jetzt die beste weibliche Tänzerin, die wir je hatten." Zuschauervoting sorgt für Kritik, fühlt sich nicht richtig an. Was allerdings unter den Zuschauern für große Verwirrung sorgt, ist das Voting, denn auch bei dem Weihnachtsspecial konnten die Fans per Telefon für ihr Favoritenpaar abstimmen, und das, obwohl die Eventshow bereits im Sommer aufgezeichnet wurde. Das bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die Siegerszenen mit allen 6 Tanzduos einmal durchgespielt und abgedreht worden ist. Denn schließlich konnte im Sommer noch niemand wissen, wer sich letztlich den Sieg holen würde, und genau das finden viele Let's Dance-Fans nicht besonders gut. Hoffentlich fällt euch beim nächsten Mal eine bessere Lösung ein. Jetzt wirkte der Sieg eh nur gespielt, wäre es da nicht besser, die Leute im Publikum abstimmen zu lassen? Kritisiert ein Zuschauer. Eine andere Userin schreibt: "Die Vorstellung, dass alle Paare so tun mussten, als hätten sie gewonnen, damit ihr das passende Ende reinschneiden könnt, fühlt sich nicht richtig an. Zu wissen, dass Anna und Valentin in dem Moment nur gespielt haben, dass sie gewonnen hätten, ist irgendwie richtig strange. Nächstes Jahr bitte eine andere Lösung. Das Weihnachtsspecial von Let's Dance kannst du dir jederzeit noch einmal bei RTL Plus ansehen."
Große Begeisterung über Anna Ermakovas Talent. Im ersten Durchgang zeigte das Tanzpaar eine sinnliche Rumba. Das müssten 30 Punkte für jeden sein von uns, also 90, kommentierte Juror Joachim Lambi, 59. Die anderen beiden Jurymitglieder waren ebenso von der Performance begeistert und verteilten jeweils 10 Punkte. In der zweiten Runde legten Ermakova und Lucin einen Christmas-Quickstep auf die Bühne. Auch hier waren die Juroren völlig hingerissen. Du tanzt wie ein Profi, meinte Roche González, 56, zu der 23-Jährigen. Mozzi Mabuse, 42, stimmte ihrem Kollegen zu, das ist wie Broadway, sagte sie über Ermakovas Auftritt. Letztens, doppelter Gewinn für das Tanzteam. Für das britische Model und den Tänzer war das ein richtiger Erfolg, schließlich konnten sie auch in der diesjährigen Let's Dance-Staffel den ersten Platz ergattern. Damit werden sie als zweifache Sieger auf das Jahr 2023 zurückblicken. Im vergangenen Jahr wurde Rurik Gislason, 35, zum Christmas Dancing Star 2022 gekürt. 2021 holte sich der Ex-Fußballprofi den Let's Dance-Sieg. They were the same.